Hast du schon gehört? Ein Streit zwischen Rapper MC Boogie und einem Berliner Busfahrer eskaliert komplett. Ich fass dir das Handy nicht an. Ey, ich fass dir mich nicht an. Ich hab 50 Euro. Ich hab 50 Euro. Das ist privat. Konsum ist nicht mit 50 Euro nach Hause zur Arbeit. Bestandkunde der BVG. Das Problem, MC Boogie hat nur 50 Euro dabei. Es ist Feiertag und der Busfahrer kann nicht wechseln. Muss ich bezahlen. Und du musst wechseln. 50 Euro sind wechselbar. Ich stehe im Automaten. Das ist gesetzlich. Da musst du kulant sein. Darf ich nicht. Wie soll ich denn wechseln, einen Feiertag jetzt wechseln? Könntest du mir das bitte sagen? Ich fahre immer. Ein Passant erklärt sich bereit, die Fahrkarte für MC Boogie zu bezahlen. Doch der Busfahrer? Der junge Mann will Ihnen jetzt Geld geben. Mein Freund, dass wir weiterfahren. Sie fahren nicht weiter. Sie machen Ihren Job schlecht. Ich bezahle deinen Job. Ich bin dein Kunde. Am Ende fährt der Bus und MC Boogie sitzt mit drinne. Das war unfassbar. Null Service, immer zu spät. Danke, BVG. Für mehr Rap-News, mach das Plus weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.